Willkommen zum ersten Spiel in der Gruppenphase. Und wie heißt so schön im Fußball, ein guter Start ist immer wichtig. Und das ist wohl die Ausgangsposition für die kommenden 90 Minuten, Sebastian. Ja, das ist richtig, Tom. Ich bin auch davon überzeugt, dass alle Spieler wissen natürlich, worum es geht. Ein Sieg in dieser Phase des Wettbewerbs ist natürlich ungemein wichtig. Und sie wollen heute auf alle Fälle diesen Sieg einfahren für eine gute Ausgangsposition. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Der Schiedsrichter greift zur gelben Karte. Das ist natürlich bitter, eine gelbe Karte zu so einem frühen Zeitpunkt in der Partie. Und jetzt ist es auch wirklich enttäuscht, wie weit dieser Ball über das Tor ging. Super Pass. Wunderschönes Zuspiel. Gute Flankenmöglichkeit jetzt. Ja, und dieser Abwehrspieler lässt überhaupt nichts anbrennen. So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Und nur raus damit, raus! Ja, und mit so einem langen Zuspiel, wenn es ankommt, da kann man die gesamte Abwehr aushebeln. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Das war knapp. Worauf wartet er eigentlich noch? Könnte jetzt flanken. Ah, klasse weggeklappt. Und über diese Distanz genau auf den eigenen Mann. Ja, das war klar. Da muss er Freistoß geben. Das war ein guter Kopfball. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Ja, gut gehalten, aber den Ball muss er auch unter Kontrolle bringen. Und so soll das aussehen. Da sieht er die Lücke. Nutzt er die Chance. Und das passt. Jetzt sollten Sie mal sehen, was hier los ist. Was für ein Tor. Was für ein tolles Tor. Was hatte der schon für Chancen heute? Hut ab vor dem Spieler. Hat nicht aufgegeben. Und jetzt hat er das Tor erzielt. Das war wichtig, dieses erste Tor nach 30 Minuten. Und hoffentlich ist die Partie jetzt hier zum Leben erweckt. Ja, das ist schon sehr souverän, wie der Verteidiger mit derlei Situationen umgeht. Ja, das ist ja ein Welt. Ja, möglicherweise
hat er die Situation damit zunächst mal bereinigt. So, den muss er jetzt verwandeln. Ja, da rettet der Pfosten. Ja, nicht nur viel Raum überbrückt, sondern auch noch den Mannschaftskameraden gefunden. Und da zeigt er Übersicht und spielt den Ball lang und genau. Ja, da muss er einen anderen Pass spielen. So ist das Ganze kein Problem für den Verteidiger. Und ich bin sicher, das sollte ein ganz anderer Ball werden. Wieder rechtzeitig zurück. Das ist ganz gutes Spiel. Ja. Da ist die erste Hälfte schon vorbei. Ja, da ist er nochmal glimpflich davon gekommen nach diesem brutalen Foul. Es gibt nur Freistoß. Sauber sein Kopfballspiel. Oh, schöner Pass, das macht Spaß. Und wenn jetzt die Flanke kommt, dann ist die Gelegenheit da. Ein Angreifer war zuletzt am Ball, deswegen Abstoß. 1:0 und damit wissen wir, dass für die zweite Hälfte eigentlich noch alles drin ist. Wenn sie diesen Druck in den zweiten 45 Minuten aufrechterhalten, kann hier eigentlich nicht mehr viel passieren. Wir sind gespannt darauf, was die zweite Halbzeit bringen wird. So, wir sind bereit zur zweiten Halbzeit. Schiedsrichter auch. Spieler sind alle da. Auf geht's. Sauber verarbeitet den Ball. Riesenmöglichkeit. Und was für eine Parade. Ja, und da legt der Torhüter seine ganze Kraft in diesen Ball. Und der Abwehrspieler geht dazwischen. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, den Ball hat er nicht gespielt. Stattdessen trifft er den Mann und sowas wird mit Gelb bestraft. Schon wieder eine gelbe Karte für das Team. Also die Mannschaft muss sich jetzt aber allmählich zurückhalten. Wunderbarer Pass. Der Ball ist im Tor aus. Logische Folge, Abstoß. Da sieht man mal, was eine gute Abwehrleistung ausmacht. Die Stürmer sind ja völlig verzweifelt. Guter Spielzug. Und da hat der Keeper gut aufgepasst. Überhaupt kein Problem. Der Torhüter spielt den Ball weit nach vorne. Und jetzt heißt Abwehr aufgepasst. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Und der Schiedsrichter greift in die Tasche und gelb. Also wenn der Unparteiische das Spiel wegen jeder Nickeligkeit unterbricht, dann sitzen wir morgen noch hier. Ah, das war mutig, wie sich der Abwehrspieler da in diesen Schuss wirft. Absolut spitze, da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Und jetzt mit gar kein Problem, einen solchen Flankenball abzufangen. Gut gemacht vom Keeper. Ja, das sieht der Trainer gern. Und das war ein unglaublicher Reflex des Keepers. Noch immer kein Gegentor. Tom, tolle Leistung des Torhüters. Gefällt dem Trainer.
Tja, den will anscheinend niemand anders, dann nehme ich ihn halt. Kann er die Möglichkeit nutzen? Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Tja, und das hat natürlich Platzverweis zur Folge. Nach der ersten gelben Karte jetzt die zweite und das heißt nach dem Fußball einmal eins gelb-rot. Ah, da kann man mit der Stirn nicht optimal hinter dem Ball, aber immerhin war eine gute Chance. Ja, da hätten sie die Führung gut und gerne ein bisschen ausbauen können. Na, schön, wie er den Ball weiterleitet. Und die Situation ist noch nicht bereinigt, auch wenn er mit den Fingerspitzen da vorher noch dran war. Guter Pass, genau auf den freien Mann. Ja, die Fahne des Schiedsrichterassistenten ist oben, Freistoß. Und es gibt die erste Auswechslung des Trainers in dieser Partie überhaupt. Ja, und was er damit bezwecken wollte, müssen wir ihn nach dem Schlusspfiff dann im Interview fragen. Mein lieber Mann, das sieht der Trainer gerne. Und daraus könnte was werden. Ganz sauber den Zweikampf geführt und dem Gegner den Ball abgelutscht. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Dann müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Eine unfaire Aktion, die mit der gelben Karte bestraft wird. Und der Schiedsrichter zückt natürlich nach dieser rüden Attacke wieder den gelben Karton. Völlig zurecht, finde ich. Ja, da wird auf beiden Seiten fleißig gewechselt. Und zieh ab, Junge! Ah, was für ein Foul, da zieht er ihm die Beine weg. Aber der Schiedsrichter belässt es bei Freistoß und Ermahnung. Achtung, Freistoß aus dieser Entfernung. Da müssen wir immer ganz genau hinschauen. Da wissen wir, das gehört zu den Stärken dieses Spielers. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld. Damit der zweite. Ja, klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat. Den Ball noch abfälscht. Ecke. Ja, da ist aber im Kopfball ein bisschen zu sehr in Rücklage geraten. Deswegen geht der oben drüber. Gute Einstellung. Sie geben sich nicht mit der Führung zufrieden, sondern sie wollen hier frühzeitig alles klar machen. Der sah richtig gut aus, der Schuss. Überhaupt kein Problem für den Torhüter. Ganz schwacher Schuss. Oh, meine Güte. Meine Güte. Das hätte der Ausgleich sein müssen. Der Trainer wechselt aus. Oh, der fliegt weit, der Ball. Schöner langer Ball. Hey, werden noch 2 Minuten nachgespielt. Und das war schon toll, dieser Pass. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Jetzt die Augen nur nach auf. Das war aber ganz eng. Und zum dritten Mal wechselt er aus, der Trainer, und damit ist das Kontingent erschöpft. So, weiter Abstoß. Ja, also sie waren am Ende ganz schön mit den Nerven fertig, aber es hat so gerade eben noch gereicht. Knapper, aber verdienter Sieg beim Schlusspfiff des Schiedsrichters.
So, Sebastian Hellmann hat hier gut analysiert und kommentiert. Und es ist auch noch Tom Bayer für Ihre Aufmerksamkeit.